Sowas wie du, ein bisschen jünger. Patrick, unser Stecher. Jetzt klärte sich auch noch die Imker. Haltet eure Frauen fest. Er ist echt ein Stecher, kann ich euch versprechen. Nochmal einen Monat gehen kann ich. Es schlägt. Hello. Wie ein Stecher Patrick jetzt schon wieder aufgerissen hat. Super, danke schön. Jetzt können wir uns so privat einfach wesentlich besser kennenlernen. Ach ja, schöne Sache, die Bauern ein letztes Mal wiederzusehen. Die sind ja alle sympathisch, fast alle. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 von Bauer sucht Frau mit Inka Bause. Heute erfahren wir im letzten Gespräch, welche der Paare noch zusammen sind, welche der Paare nicht zusammen sind, welche der Paare andere Personen betrogen haben. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Das waren sie, alle Bäuerinnen und Bauern. Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale von Bauer sucht Frau. Moin Mahlzeit, mal sehen, wer noch zusammen ist und wer zerstritten ist. Wie ist es nach den Hofwochen weitergegangen? Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie. Ich wünsche viel Spaß. Andy, der Bauer, der erzählt jetzt, wie es mit seiner Dame nach der Hofwoche ablief. Und wir haben dann halt gemerkt, dass das doch zwischen uns nicht ganz so passt und ja. Naja, schade. Ich meine, in der normalen Sendung, da war ja immer alles tippitoppi flottikarotti, ne? Irgendwie hat sich das denn nachher so ein bisschen zerlaufen. Tja, zerlaufen wie ein kaputtes Spiegelei. Schauen wir jetzt zur nächsten Love Story. Maya telefoniert fast täglich nachher und haben dann einfach den Entschluss gefasst, dass wir uns dann nochmal treffen, dass sie nochmal herkommt. Für die Hofwoche hat er sich ja für die kurzhaarige Nicole entschieden. Dann hat er Nicole heimgeschickt und Maya wiederum aus Portugal importiert, weil er sie doch besser findet. Leica freut sich auch. Hallo Stinker. Ach, süße Husky-Hündin. Heute kommen nur Hunde vor, keine anderen Tiere. Thomas und Bianca. Genieße mal im Urlaub. Bei den beiden Witzwolden scheint es weiterhin gut zu laufen und alles super zu sein. Sie ist dann gleich bei mir geblieben und ich bin mit der Beziehung mit Bianca sehr, sehr glücklich. Perfekt, wenn bei den zwei alles authentisch war in der Sendung und es jetzt im privaten Leben weiterläuft. So soll es sein. Schauen wir jetzt zu Lutz, dem Schotten, nach Hause. Die Schottland-Fans Lutz und Steffi besuchen sich oft. Ja, bei den zwei scheint es auch noch ziemlich gut zu laufen. Es ist so, dass wir ein Paar sind und ja. Allerdings verwöhnt Pferdepflegerin Maya erstmal nur Hündin Laika. Oh Mann, geht's einfach noch süßer? Ich meine, wie süß ist denn das kleine Ding da? Einfach so wie so ein Wollknäuel. Ja. Einige von ihnen kommen nicht allein. Also sind die Paare, die gerade gezeigt wurden, noch zusammen und die nicht gezeigt wurden, nicht? Ach, da kommen sie, die drei Single-Helden im Marsch. Auf das eine gemütliche, lustige Runde wird heute Abend. Dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Ja, schön, dass du auch da bist. Na klar! Ja klar, Redaktion, die Gage für 10.000 Euro fürs Scheunenfest, das stimmt schon, oder? Hier, Weinchen, Weiß, Rot, Wasser. Weiß. Beides. Ach Thomas, gönn dir einfach beides, du hast es echt verdient. Aber hier und jetzt auf jeden Fall das Einzelverhör mit Inka. Ihr wart unser lustigstes Pärchen. Anjo, aber das ist wie Kondomerei, das ist auch scheiße. Ach ja, was soll ich sagen? Gut, dass sie sich für ihn entschieden hat und er für sie, weil sie haben echt den gleichen freaking komischen Humor. Ach Gott, danke. Ja, brauchst du auch welche? Ja, danke. Jetzt kommt die einzige Bäuerin der Staffel. Blond, groß, hatte zwei Männer gleichzeitig. Biobäuerin Denise ist besonders gespannt auf den Abend. Denn sie wird auf ganze drei Männer treffen. Ihre drei Männer vom Anfang der Show. Aber toll, siehst du aus. Ja, danke dir. Ach, die Geschichte war so schön mit euch. Ja. Ja, süß. Erst schickt sie Nils heim, weil sie Sascha will. Dann, wenn es mit Sascha nicht mehr läuft, geht sie zu Nils und knutscht mit ihm rum. Und wenn sie mit ihm nicht mehr will, dann geht sie zu Sascha. Und dann sehen wir ja später, ob es mit ihm noch gelaufen ist oder nicht. Apropos Auswahl. So viele Bewerberinnen wie er. Ach, unser netter Stecher Patrick. Geil. Ich freue mich jetzt auf die Julia und auch die anderen Mädels. Auf die anderen Mädels. Ja, ja, kleiner Spoiler. Er ist echt ein Stecher, kann ich euch versprechen. Aber Denise ist zum Beispiel da. Ja? Darf ich dich mal bekannt machen? Ja, mach mal. Ja? Ja, klar, Denise, wieso nicht? Kann man ja auch mal, ne? Ja, dass wir jetzt nachher noch ein bisschen Spaß haben. Hier, Sonny Boy. Das werden sie auf jeden Fall haben, denn Patrick, der hat Pläne geschmiedet. Haltet eure Frauen fest. Patrick ist ein absoluter Frauenabreiser. Er ist schon so ein kleiner Charmeur und so ein kleiner Bachelor, ja, finde ich schon. Aber jetzt kommt erstmal der Sascha, der Typ von Denise, den sie als erstes gewählt und gemocht hat. Aha. Einfach
ignorieren, ich will mit ihm nicht reden. Scheiße, ich habe gerade fast das Wasser über meinen Laptop geschüttet. Tatjana hat ihre Hofwoche bei Rüdiger sogar verlängert. Leider kam nicht. Jedoch, man sieht es, sie kommt erstmal alleine, ohne Partner, zum Stall des Festes. Ja, ich habe mehr erhofft und erwartet und kam keine Einladung. Rüdiger meint, dass nach der Hofwoche die Ernte fällig war und er halt einfach nicht so viel Zeit gehabt hat, aber jetzt dann auf jeden Fall aufholen möchte und sie zurückerobern möchte. Es ist eine wunderschöne, ganz tolle Frau. Klar werde ich um die kämpfen. Wenn es bei den zwei im privaten Leben wirklich auch so harmonisch und lustig werden würde wie in der Hofwoche, dann wäre das natürlich super cool. Viele Frauen sehen ihre Bauern nach den Hofwochen heute zum ersten Mal wieder. Hier ist Julia, die nette Julia mit dem breiten Grinsen, die auf dem ersten Platz von Patrick gelandet ist. Das ist erlaubt. Muss schon sagen. Kein Küsschen? Sind sie ein Paar oder sind sie kein Paar? Das werden wir später noch klären, wen Stecher Patrick jetzt schon wieder aufgerissen hat. Das interessiert bestimmt auch Antonia, die mit Alina ankommt. Antonia ist die Blonde, die als erste von Patrick abgehauen ist und Alina ist die Nette von Peter. Ich freue mich auf Peter. Wir haben uns jetzt auch lange nicht gesehen. Ich denke, wir werden einen lustigen Abend miteinander verbringen. Und mit dem Peter, mit dem wird's auch ziemlich lustig, glaube ich, denn der hat schon einen oder zwei oder drei oder vier oder zehn Lütten getrunken. Hallo! Hallo! Ne, bist du offen oder was? Wie wär's denn für euch beiden? Seid ihr zusammen? Nein. Was? Ich dachte, die zwei werden so happy wie Peter mit seinen Kartoffeln. Schade. Aber Freundschaft ja, Liebe nein. Ach ja, Kinder, vielleicht wird's mal was, wenn ihr alt, knackig und weise seid, ne? Dann... Meine Lieben, ich geh mir auch noch was zu trinken holen. Ja, mach das. Bis gleich. Eieiei, Peter, ob das bei dir noch gut geht, dass du dir noch einen Drink holst? Puh. Und da kommt das Traumpaar auch schon. Aber... Wir haben ja ziemlich aufs Gaspedal gedrückt und jetzt drücken wir etwas auf die Bremse, aber nur, weil der Verstand jetzt so langsam wieder durchkommt. Und jetzt schauen wir zum Stecher Patrick, seiner damaligen Julia und zu der Blondine, die abgebrochen hat. Wie hieß die nochmal? Ja, ab zum Dreiergespräch. Ich möchte der Wahrheit ein Stückchen näher kommen. Dann ging's ja auch heiß her während der Hofwoche. Ging's heiß her, ja. Ja. Und die drei schauen sich jetzt die besten Szenen von Patrick gemeinsam an. Das würde ich mir auch wünschen. Ja. Kann ich rausgehen, bitte? Bitte, ich kann das jetzt echt nicht sehen. Nein, du bleibst jetzt hier und schaust das, weil es einfach lustig ist und dich darüber aufregst. Ja, du hast viel Spaß gehabt während auf der Hofwoche. Auf jeden Fall, richtig toll. Hätte von mir aus noch... noch mal einen Monat gehen können. Du, ja, das hätte locker noch einen Monat gehen können. Das hat so viel Laune gemacht. Jetzt erstmal ein Wasser nach einem Liter Wein, ne? Ja, jetzt im Nachhinein bin ich schon froh, dass ich abgebrochen habe. Jetzt können wir uns so privat einfach wesentlich besser kennenlernen. Was? Bitte was habe ich da jetzt gehört? Die Geschichte hat eine komplette Wendung genommen. Sie ist als erste abgehauen von der Hofwoche. Also ich dachte jetzt eigentlich, dass du mit Julia zusammen bist. Ja, das dachte ich auch. Oder wird das jetzt eine Dreiecksbeziehung oder? Julia und ich, wir haben uns dann noch einmal getroffen gehabt. Aber was ist jetzt dein Status, Patrick? Genau, Antonia Blondie oder Julia Brownie? Ich und Antonia sind uns jetzt gerade hier eigentlich noch so ein bisschen, sag ich mal, Kennenlernphase. Aha, also kann es sein, dass sie von Anfang an geplant haben, dass er die ganze Woche durchmacht und dann Antonia kennenlernt? Ich habe keine Ahnung, das war einfach nur eine Vermutung, aber... Also offiziell zusammen sind wir jetzt noch nicht. Antonia ist kein einfacher Mensch, ich auch nicht. Ja. Aber die beiden sind ja mittlerweile ein bisschen so Influencer auf Instagram, ne? Ich meine, dann haben sie ja zumindest schon eine Gemeinsamkeit. Ja, und Julia, wie Patrick so schön gesagt hat, du hast einfach so ein bezauberndes Lächeln. Das ist richtig und sie findet sicher den passenden Topf zu ihrem Deckel. Inka hat mich auch wirklich gefreut mit dir. Sowas wie du, ein bisschen jünger. Ach, Patrick, unser Stecher. Jetzt klärt er sich auch noch die Inka. Ja, können sie ja direkt ins nächste Hotel gehen und pimpern. Musst du eigentlich mit jeder Frau flirten? Naja, mit Denise hat er geflirtet, aber mit ihr kann er ja auch noch durchbrennen, ne? Mit Nils und Till wird jetzt die Männerrunde von Denise komplett. Und der Till, wie man sieht, hat noch ein kleines, süßes Geschenk dabei. Ich meine, wir sind beides junge, hübsche, attraktive Menschen. Wir werden hoffentlich noch den einen oder anderen Partner kennenlernen. Für einsame Stunden ohne den Partner, bis sie einen Partner finden, hat Till sicher was Passendes mit. So, wir haben hier noch Zuwachs, sozusagen.
Sascha auf jeden Fall nicht zu happy und wahrscheinlich wieder eifersüchtig, dass die Konkurrenz angekommen ist. Oh, Abbruch. Auch als schlechter Verlierer möchte ich dir mein kleines Präsent überreichen. Aha, was ist das? Ja, pack's aus. Sextoy oder was? Falls Saschas Arm mal wieder schlapp wird oder Nils mal wieder nicht zu Hause anzutreffen ist. Gar nicht, denke ich. Oh ja, voll rein. Super, danke schön. Bitte schön. Ja, ist ja auch nett gemeint, ne? Aber Sascha, der versteht Witze überhaupt nicht. Also was ich von Till sein Geschenk halte, in meinen Augen fand ich es ein bisschen lächerlich. Und die große Frage, sind Sascha und Denise noch zusammen? Wir haben darüber nachgedacht, dass ich zu Sascha ziehe. Da habe ich ihm auch total vertraut. Und das ist dann aber kaputt gegangen. Ach ja, die wechselt auch öfter zwischen Sascha und Nils, als ich mir meine Unterwäsche austausche. Eigentlich ist Sascha mir extrem wichtig. Aber ich weiß, dass es einfach mit Sascha keine Zukunft hat. Blöde Sache, ja. Und wie schaut's bei Nicole, der Wienerin, und dem Thomas aus? Es war dann einfach nicht so, wie ich in der Hofwoche war. Und aber was gefehlt hat, keine Ahnung. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Willst du nicht drüber reden? Naja, es ist blöd gelaufen. Schauen wir jetzt auf jeden Fall zum nächsten Verhörgespräch. Es ist total schön, wir brauchen jetzt einfach deine Hilfe. Die Gespräche sind wie beim Psychologen. Es werden einfach irgendwelche Gespräche geführt, die von außen extrem komisch scheinen. Das Herz schlicht einfach von Nicole. Dass er mich ein zweites Mal abserviert hat, damit habe ich nicht gerechnet und bin traurig darüber. Denn er hatte die kurzhaarige Nicole bei sich, dann die Maya, dann aber wieder Nicole, weil er Maya heimgeschickt hat. Nach der Hofwoche im privaten Leben hat er dann Nicole wieder heimgeschickt und Maya eben aus Portugal importiert. Und jetzt schlägt sein Herz wieder für Nicole. Ja, der wechselt seine Frauen dann doch öfter als Denise ihre Männer. Weil jetzt, ja, das nee, ist nicht weil irgendwas. Boah, Gott. Genug der Fetzerei, schöne Szenen, herzerwärmend, incoming. Okay, stopp. Wer ist denn die Lady hier? Fühlst du dein Herz? Es schlägt für dich. Schrei es laut heraus. Ich hasse Schlager über alles. Das ist die schlimmste Musik, die es gibt. Ich schrei's laut heraus, weil ich dazu stehe. Fühlst du dein Herz? Ja, du, auch eine schöne Promotion für Elite. Ne? Da schauen ja Millionen von Leuten an und... Wow, toll. Und wenn Sie eine einsame Bäuerin sind oder ein einsamer Bauer, dann melden Sie sich bei uns. Oh, Enti, wir können Sie bei Bauersucht Frau in Verbindung mit Prince Charming anmelden. Wow. Ich bin einfach viel zu hyped, ne? Und das war sie, die 16. Staffel von Bauersucht Frau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Inka. Das war sie, die 16. Staffel. Für mich war es ja die erste Staffel. Ich fand es sehr unterhaltsam und noch unterhaltsamer fand ich natürlich eure Kommentare, euren Support. Vielen Dank an euch alle, dass ich das hier machen darf, dass ihr mich da unterstützt. Es ist echt unglaublich und ja, es werden natürlich noch viele weitere Sendungen kommen, die ich kommentieren werde. Und wenn es euch gefällt, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Und ja, sonst wünsche ich euch einfach noch schöne Tage, schöne Feiertage, die ja jetzt bald kommen werden. Und ja, danke nochmal vielmals für euren Support auf die nächsten Filmsendungen. Bis dahin, wir sehen uns, alles Liebe und ciao, ciao. Was würde ich nur ohne euch tun? Ich wäre ein Vollidiot mit einer Kamera, der gegen eine Wand redet.